Es ist relativ unwahrscheinlich, dass eine kleine Energiezelle einem die gesamte Arbeit abnimmt. Nach meinem Verständnis ist das menschliche Bewusstsein der entscheidende Faktor dafür, dass Dinge optimal laufen. Das ist im Übrigen auch die moderne Sicht aus der Quantenphysik. Was wir hier verstehen müssen, ist, wenn wir uns entscheiden, zum Beispiel mit der Detox-Energiezelle zu arbeiten, dass wir auch unseren Lebensstil ausrichten. Das heißt, mindestens für 6 Wochen kein Alkohol, möglichst wenig Zucker, jeden Tag wenigstens einen halben Liter hexagonales Wasser, also strukturiertes Wasser. Das kann man entweder oder wasserstoffreiches Wasser wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt, man würde Wasser trinken, das ionisiert ist. Oder das Wasser trinken, das man 20 Minuten in die Sonne gestellt hat, um diese hexagonale Struktur zu erzeugen. Es kommt hinzu, ich würde empfehlen, dann eine Weile kein Fleisch zu essen, wirklich rein vegetarisch zu leben. Aus Gründen, dass man Entzündung reduziert, würde ich tatsächlich auch Milch weglassen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Milchprodukte, die einem schmecken, durch sinnvolle Alternativmilchvarianten zu ersetzen. Vor allem aber neben diesen ganzen Geschichten jeden Tag bewegen. Und das heißt nicht nur den Finger von A nach B, sondern wirklich den Körper wenigstens mal ein paar Schritte um den Block zu bewegen. Und es bedeutet, dass wir genügend schlafen müssen. Die beste Regeneration, die beste Entgiftung passiert in der Nacht. Und das ist der Grund, warum ich meinen Patienten gerne empfehle, nach dem Motto 16-8 zu leben, also 16 Stunden nicht essen und 8 Stunden ausgewählt essen. Was ich noch wichtig finde, auch das ist eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe, ist ganz entscheidend, wie man seinen Tag beginnt und wie man ihn beendet. Also morgens nicht mit dem Handy beginnen, sondern mit einer natürlichen Information, mit etwas Schönem. Und den Abend auch ausklingen lassen ohne die Tagesschau und ohne Negativinformationen, sondern vielleicht hören, wie es draußen langsam leise wird, zuzuschauen, wie die Sonne untergeht oder ein schönes Gespräch führen. All diese Elemente sind wichtig. Ich persönlich bevorzuge Meditation. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist. Trotzdem lohnt es sich, sich auf diesen Weg zu begeben. Und die Energiezellen können dabei sehr gut helfen, dass man mit dieser Methodik viel mehr in Kontakt kommt.